So, da sind wir wieder bei Let's Play Warcraft 3 Frozen Throne. Oh, heute wollen wir mal das letzte Kapitel machen. Und weil ich mir gedacht habe, da ich die letzten drei Teile ein bisschen kürzer geschnitten habe, bringe ich heute mal die ganze, ja, das ganze Kapitel in eine Folge. Das heißt, wir werden hier wahrscheinlich maßlose Überlänge in dieser Folge haben, aber es wird ja auch ein kleines Special, weil es ist schließlich ziemlich das letzte Level hier. Aber ich will jetzt gar nicht mehr lang rumlabern und starte jetzt hier erstmal mit einer kleinen Zwischensequenz. Interludium Siedepunkt. Stunden später erreichen König Arthas und Anubarak in der Nähe des Fußes der Eiskrone Gletschers endlich die Hauptfestung der Geißel. Wir haben es geschafft, Anubarak. Unsere Streitkräfte sind versammelt und warten. Seid gegrüßt, König Arthas. Ihr kommt gerade noch rechtzeitig. Illidans Naga und Blutelfenheere haben Stellung am Fuß des Gletschers bezogen und... Arthas, mein Genie. Endlich seid ihr gekommen. Meister. Ein Riss durchzieht mein Gefängnis, den Frostthron. Und meine Energie entschwindet durch ihn. Darum haben eure Kräfte nachgelassen. Aber wie? Die Runenklinge Frostborn war einst ebenfalls in diesen Thron eingeschlossen. Ich schuf sie aus dem Eis, damit sie den Weg zu euch finden, um euch dann zu mir zu führen. So ist es geschehen. Wir sehen uns einer großen Gefahr gegenüber. Mein Schöpfer, der Dämonenlord Kil'jaeden, schickte seine Agenten her, um mich zu vernichten. Wenn wir den Frostthron vor euch erreichen, ist alles verloren. Die Geißel wird vergehen, nun aber schnell. Ich gebe euch alle Macht, die ich entbehren kann. Ich sah eine weitere Vision des Lichtkönigs. Er hat meine Kräfte wiederhergestellt. Nun weiß ich, was ich tun muss. Es wird Zeit, das Spiel zu beenden. Endgültig. Ja, Kräfte wiederhergestellt. Hört sich doch sehr gut an. Kapitel 8. Eine Symphonie aus Frost und Flamme. Kurze Zeit später bereiten sich König Arthas und Anubarak in der Festung der Geißel ihre endgültigen Pläne zur Verteidigung des Thronraums des Lichtkönigs vor. Die Zeit läuft uns davon, Anubarak. Wir müssen vor Illidan in den Thronraum gelangen. Der Thronraum liegt in dem Eisgipfel in der Mitte des Tals. Man kann ihn nur öffnen, wenn man die vier verzauberten Obelisken aktiviert, die ihn umgeben. Illidans Streitmacht hat bei zweien davon bereits Schützengräben ausgehoben. Wir müssen sie zurücktreiben und die Obelisken selbst reaktivieren. Verzeiht, dass wir eure Meditation stören, Meister. Aber unsere Truppen sind alle vor Ort. Sobald die Kammer offen ist, werden wir den Frostthron wie versprochen zerstören. Dann ist die Zeit endlich gekommen. Nach dem heutigen Tag wird die Geißel ihr Ende finden. Könnt ihr mich da draußen hören, Arthas? Es ist das Ende. Illidan hat die Geißel lange genug verspottet. Es wird Zeit, dass wir ihn wieder Todesangst lehren. So. Dann. Mal auf geht's zum letzten Schlacht. Was ist das diesmal? Ich
Wir haben hier ein paar Abfallschäden, um hier schneller ein Lager errichten zu können. Ich habe allerdings nicht wirklich vor, hier ein Lager zu errichten. Ich werde hier lediglich eine Goldmine bauen. Und ja, gut, ich werde wahrscheinlich einen Opferschädel schmeißen. Hierher, weil ich hier auch eine kleine Holzfällerbasis einrichten möchte. Ich benötige dafür jetzt nur einen Friedhof. Niemand erteilt mir Befehle. Was ist es diesmal? Das ist schon. Ihr seid nicht in eurem Element, alter König. Ihr hättet unter der Erde bleiben sollen. Vergossen werden. Ich beuge mich eurem Willen. Ja, Kolyt nehme ich auch mit. Ich werde mein Lager hier unten bei diesem Obelisken aufschlagen. Da habe ich zwar nicht ganz so viel Platz wie hier oben, jedoch werde ich hier unten etwas näher am Geschehen die Einheiten produzieren können. Außerdem habe ich da unten auch eine Goldmine. Törichte Untotenbrut, dieser Obelisk gehört mir. Meine Seele gehört euch. Niemand erteilt mir Befehle. Was ist es diesmal? Mir gefällt mir gar nicht, wie die hier so auf meinem Arthas rumhauen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Frostmourne hat Hunger. Das Inventar ist voll. Das ist schon besser. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Euer Befehl, Meister? Ich habe den ersten Obelisken erreicht. Es wird einige Augenblicke dauern, ihn zu aktivieren. Ich brauche Schutz, während ich daran arbeite. Ich gehorche mit Freude. Mein Leben für Nerven. Sprecht, Dummkopf. Wo soll mein Blut vergossen werden? In der Zwischenzeit können wir mit denen hier... Obwohl, nee, machen wir erstmal die da unten. Arthas kriegt die Erfahrungspunkte ja trotzdem. Der Obelisk wurde aktiviert. Wir müssen weiter. Der Obelisk ist jetzt aktiv und unter unserer Kontrolle. Aber Elidan wird wahrscheinlich versuchen, ihn uns abzunehmen. Wir müssen diesen Punkt um jeden Preis verteidigen. Ich spiele nur den Frostthron. Sprecht, Dummkopf. Das ist schon besser. Endlich. Ja, ein Mana-Anhänger. Weil Anubarak so wenig Mana hat, der braucht ein bisschen was. Ich hole mir gleich den zweiten Obelisken. Wenn wir alle vier Obelisken kontrollieren, dann haben wir diese Mission gewonnen. Wieso rennt Arthas hier eigentlich immer vor? Arthas steigt hier übrigens relativ schnell. Frostmourne hat Hunger. Das ist schon besser. Ich wünsche nur zu dienen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. So, hier können wir auch noch eine Goldmine haben. Euer Befehl, Meister. Nichts kommt eurer Macht gleich. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ein weiterer Obelisk wurde aktiviert. Ich beuge mich euch. Ah ja, genau, die Sache mit dem Ziggurats vergesse ich hier immer wieder. Meister, ich gehorche mit Freuden. Vorsicht. Niemand erteilt mir Befehle. Ich wünsche nur zu dienen. Ja, Meister. Euer Wille geschehe.
Sprecht, Dummkopf. Ah ja, hier haben wir eine Sobi-Maske. Dafür würde ich sogar die Kapuze zurücklassen. Vorsicht. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Ah ja, da greifen sie schon hier oben an. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ich benötige einen Haufen Akolyten jetzt. Niemand erteilt mir Befehle. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Was ist es diesmal? Vorsicht! Niemand erteilt mir Befehle. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Das ist schon besser. Euer Befehl, die Beschwörung Meister, ist mein abgeschlossen. Leben für Ner'zhul. Dieser Obelisk ist mein. Gläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Mein Leben für Ner'zhul. Vorsicht! Ja, die beiden können ruhig mal hier oben bleiben. Bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich hier die Goldmine überhaupt besetze jetzt. Was ist es diesmal? Die Verdammten stehen bereit. Ausbau abgeschlossen. Mein Schicksal ist besiegelt. Verdammten stehen bereit. Niemand erteilt mir Befehle. Vorsicht. Euer Befehl, Meister? Ja, Meister. Die Verdammten stehen bereit. Müssen wir ein bisschen was vorbereiten hier. Illidans Nager werden an jedem Mobilist, den sie kriegen, einen Stützpunkt aufbauen. Sprecht, Dummkopf. Und da haben wir noch einen Käfer. Niemand erteilt mir Befehle. Illidan hat den tollen Vorteil, dass er immer schön übers Wasser hier rüber gehen kann und damit schön über die Obelisken abkürzen kann. Ich muss immer den etwas längeren Weg nehmen. Den einzigen Kurzweg habe ich wirklich hier, über die beiden hier. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Ich sollte da hinten vielleicht ein paar Verteidigungsanlagen aufbauen. Gott, was ist denn das für ein Chaos bei denen? Bloß weil die Fleischwägen da jetzt entgegenkommen, oder? Und wehe, Illidan greift jetzt an, während ich da hinten unterwegs bin. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Wo soll mein Blut vergossen werden? Dort kann ich nicht beschwören. Ich gehorche mit Freuden. Euer Wille geschehe. Vorsicht. Ich wünsche nur geschlossen. So,
So, jetzt haben wir eine Halle der Toten. Jetzt können wir ja wieder ein bisschen weiter forschen. Ihr und der Lichtkönig habt mich einmal übertölpelt, aber nun habe ich die Oberhand. Verdammte Lichtkönig. Oh Mann. Greift immer dort an, wo ich es gerade nicht erwarte. Niemand erteilt mir Befehle. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Hallo, Arthas. Ihr habt euch verändert, Illidan. Ich schätze, der Schädel des Gul'dan bekommt euch nicht. Alle Macht der Geißel. Hat uns dann nur Nubarak zerlegt. Hm, habe ich den... Ah, darf ich ihn. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Vorsicht. Ja, zumindest den Angriff erfolgreich abgewehrt. Und Arthas immerhin Level 6. Ah, endlich. Huch, das endlich. War nicht beabsichtigt. Ich wollte eigentlich dem Ghoul hier sagen, dass er doch auch da unten fällen soll. Geht ja richtig schnell mit dem heute. Endlich. Kriegt aber auch ordentlich EP hier. Sprecht, Dummkopf. Ah, endlich. Vorwärts. Mein Leben für Ner'zhul. Euer Befehl, die Beschwörung Meister. Ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ja, können wir die irgendwo noch irgendwo reinquetschen? Ja, hier. Sehr schön. Und wenn ich eine Opfergrube baue, dann könnt ihr eigentlich schon erraten, was ich vorhabe, dann noch so zu bauen daraus. Was ist es diesmal? Niemand erteilt mir Befehle. Euer Befehl, Meister. Ausbau abgeschlossen. Solange die da unten gemütlich Holz fällen können, passt das eigentlich alles. Was ist das diesmal? Ausbau abgeschlossen. Probieren wir es einfach mal. Greifen wir da hinten mal eine Runde an. In der Hoffnung, dass Illidan jetzt nicht gleich irgendwo hier auftaucht. Er ist noch Holzfäller gewesen.
ist los, Arthas? Könnt ihr nicht einen winzigen Flecken Boden halten? Das ist Level 9 für Anubarak. Verbessern wir mal seine Rüstung ein bisschen, weil das... Oh, oh, ich sehe schon, Illy kommt. Jungs, haut ab. Sprecht, Dummkopf. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Na gut, die Verteidigungsanlagen halten sie zumindest ein bisschen auf. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Sprecht, Dummkopf. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Die Verteidigungsanlagen halten die wirklich ganz gut auf. Ich hasse diesen Mana-Burn. Niemand erteilt mir Befehle. Ich beuge mich eurem Willen. Euer Wille geschehe. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ja, Meister. Vorsicht. Frostmourne hat Hunger. Das ist schon besser. Naja, wir haben jetzt mittlerweile die schwarze Zitadelle fertig. Heißt, wir können das Ding hier bauen. Und wir können hier noch die Forschungen hier machen. Was ist das diesmal? Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ich warte. Sprecht, Dummkopf. Was ist es diesmal? Nichts kommt meiner Macht gleich. Endlich. Jetzt werdet ihr leiden. Vorwärts. Ich habe etwas vermocht. Ah, endlich. So, machen wir mal ein bisschen Party hier. Na, sind gar keine da gewesen. Na, ich habe doch so viel umgebracht hier jetzt. Irgendwie ist das komisch hier. Aber Anubarak ist Stufe 10. Oh ja. Wir verlangen weiteres Holz. Hey, ihr Faulpelze, mehr Holz. Unsere Streitkräfte werden angesprecht, Dummkopf. Oh, Moment, das sollte ich... Ja. Frostmourne hat Hunger. Nichts kommt
Ich liebe Anubarak's Ultimate. Sprecht, Dummkopf. Forschung abgeschlossen. Endlich. So, die Gefahr ist abgewehrt. So. Euer Befehl, abgeschlossen. Meister. Hast das Ding hier noch irgendwo hin? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Gerade nicht mehr. Ich gehorche mit Freuden. Der dritte Obelisk wurde aktiviert. Bleibt nur noch einer. Erhebt euch, meine Krieger. Fehle. Ich warte. Schauen wir mal, vielleicht kriege ich den vierten Obelisken gleich auch noch. Drei haben wir, einer bleibt noch. Sprecht, Dummkopf. Arthas ist Level 9. 1775 Lebenspunkte. Der letzte ist allerdings gut verteidigt. Da muss ich sehr gut aufpassen. Sprecht, Dummkopf. Ungläubige haben unsere Vereinigung abgeschlossen. Es sind nur die Blutelfen, die... Das ist schon besser. ...kümmern mich hier nicht so unbedingt. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Die kümmern mich schon ein bisschen, aber... Ungläubige haben unsere Verteidigung gestört. Vorsicht. Den würde ich gern noch zünden hier. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestört. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Frostmourne hat Hunger. Was ist es diesmal? Endlich! Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Oh. Der ist jetzt an mir vorbeigelaufen, oder was? Die haben jetzt meine... Ah, super. Na dann haut wenigstens den Stützpunkt jetzt zusammen. Vielleicht kann ich irgendwas herausholen. Für den Lichtkönig. Endlich. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Niemand erteilt mir Befehle. Ja. Ja, die Goldmine da oben haben sie mir natürlich jetzt auch wieder kaputt gemacht. Was ist das diesmal? Ich habe den Ruf vernommen. Ich verzehre den Leben und die Tod. Ich spiele nur... Wenn ich jetzt einen Illidan kaputt hauen kann. Niemand erteilt mir Befehle.
Dann kann der seine Obelisken jetzt zumindest mal eine Zeit lang nicht zurückholen. Wenn ich jetzt noch die Verteidigungslinien hier überwinde. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Frostmourne hat Hunger. Das ist schon besser. Da hole ich mir vielleicht ein bisschen Verstärkung hier. Vorsicht. Ich habe den Mut vernommen. Sprecht, Dummkopf. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Niemand erteilt mir Befehle. Vorsicht. Endlich. Okay. Jetzt muss ich nur noch die Position hier halten. Wenn ich jetzt noch ein paar Sekunden durchhalte, ohne dass Arthas stirbt, was gut klappt, da der Frostwind diesen Turm hier einfriert, dann sollte ich das hier gewonnen haben. Und hey, gewonnen! Mal schauen, vielleicht meinen persönlichen Geschwindigkeitsrekord sogar gebrochen, muss ich mal schauen. Seite. Verlasst diese Welt und kommt niemals wieder. Falls doch, werde ich warten. Ich habe geschworen, ihn zu zerstören, Arthas. Und so muss es geschehen. Niemals. Oh, jetzt gibt es einen kleinen Kampf hier noch. Und so ging Arthas als Sieger hervor.
The Frozen Throne, weitere Mitwirkende. Vielen Dank fürs Spielen. Wer den Song kennt, darf gerne mitsingen. Storm, earth, and fire, heed my call.
my call. Bei der Herstellung dieses Spurils wurden keine Schafe verletzt. Ah ja. Das sagen die so. Naja, das war's jetzt eigentlich mit Warcraft 3 Frozen Throne. Eigentlich. Ja, wir haben hier noch eine Bonuskampagne. Und wisst ihr was? Ich scheiße jetzt auf die Umfrage. Ich mach die einfach. Allerdings werde ich das erst beim nächsten Mal machen. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Wir sehen uns dann das nächste Mal bei der Bonuskampagne. Die Gründung von Durotar, dem zukünftigen Heimatland der Orks-Horde. Bis dahin. Tschüss.